Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Ja, und wir spielen heute wieder eine wunderschöne Runde Halo Wars. Und das ist meine absolute, wirklich meine absolute Hassmap, ne? Meine absolute Hassmap. Aber ich versuche einfach das Beste draus zu machen. Ich mag das nicht hier unten zu bauen. Errichtet. Hast du das, Mutti? Schweig, Dummköpfe. Ihr geht schon mal zu der Energie, ihr sammelt da unten ein. Ja, müssen wir jetzt das Beste draus machen irgendwie. Ich bin gerade am überlegen, es ist schon wieder so lange her. Letzte Aufnahme, habe ich da nicht auch hier gespielt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hab auch mal eine Zeit lang... Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Eine Zeit lang auch mal Lene ein bisschen gespielt. Mich ganz gut eingewinkt. Bin vor, kurz vor Onyx. Harvester errichtet. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Nee, das brauchen wir noch nie. Okay. Schweig, Dummköpfe. So, wir werden mal hier zu der Energy gehen. Werden. Warten müssen, oder? Sommer, Sommer nicht, Sommer, Sommer nicht. Ah, komm, brauchen wir, egal. Haben wir jetzt erstmal noch keine Energie. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Schweigen und zuhören. Schweigen und zuhören. Okay. Also wichtig wäre es natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen hier auch Stress machen. So Stress machen, dass wir natürlich... Mini-Basis fertiggestellt. Die Base bekommen. Schweigen, Dummköpfe. Schweigen und zuhören. Energieextraktor errichtet. Dass sich meine Teammates sich gar nicht so um mich kümmern müssen, dass ich wirklich... Ja, versuche in die Defensive zu gehen. Harvester errichtet. Schweigen und zuhören. Anführerpunkt erhalten. Oh, das Ding hat er hier nicht eingenommen. Okay, das heißt, wir werden jetzt relativ schnell jetzt die Zweitbase. Und die werden wir gucken, also wir werden wirklich gucken, dass wir die Zweitbase hier erst einmal ausbauen. Also sprich auf Level 2 auch bringen. Der sieht so aus, als er auf Push geht. Okay. Achtung, der Feind ist hier. Oh nein, nicht heute, der kommt zu spät, das ist okay. Ah, der holt sich jetzt erst die Base. Okay, sehr gut. Also wird er definitiv, denke ich mal, nicht auf Rush gehen. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier ganz, ganz schnell unsere Base versuchen auszubauen. Der kann ruhig den Energiepunkt einnehmen, das ist vollkommen legitim. Denn jetzt kommt mein Held. Jetzt kriegt er richtig ordentlich Ärger von meinen Helden. Ich schicke mal auch schon mal hier hoch. Oh, Dunkelblau wird lustig, okay. Plasma-Geschosse erforscht. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Hoch mit dir. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Und wir werden jetzt mal hier ein bisschen Stress machen. Erforscht. Begebe mich in Position. Eine Lieferung frisch Fleisch. Energieextraktor. So, das heißt, wir werden gucken, dass wir jetzt hier den Energiepunkt einverleiben. Hier bauen wir schon mal Geschütze hin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie mich natürlich jetzt so schnell wie möglich raus haben wollen. Ich diene nur Atriox. Und Atriox wird sich jetzt um die Base kümmern. So, hier bauen wir. Errichtet. Ja, wusste ich. Dunkelblau kommt nämlich jetzt zu mir. Schweigen und ja, es war so klar. Okay, Dunkelblau wird mich jetzt. Okay, ich werde gleich Stress mit zwei Farben bekommen. Sind in Gefahr. Ich diene der Sache. Geschütz errichtet. Hä? Lokale Einheit. Da rein, Mann. Lokale Einheiten. Egal, solange ich es hinbekomme,
die zwei Farben jetzt ein bisschen zu nerven. Haben die anderen zwei natürlich die Möglichkeit, lokale Einheiten, sich in Ruhe aufzubauen, obwohl ich das nicht verstehe, dass der hier keine Swade Base baut. Geschütz errichtet. Zitadellen-Upgrade abgeschlossen. Der Feind hat unseren Energieknoten erobert. Okay, nicht so schlimm. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Geschütz fertiggestellt. Werden wir hier schon mal einen Schildturm bauen? Ich weiß, was er jetzt macht. Er macht seinen. Errichtet. Ja. Wollte gerade sagen, der macht nämlich seinen Helden unsichtbar. Das heißt, wir brauchen. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Der aber alles gut, solange der. Na, schafft das, meinen Helden hier zu töten? Ich bin mir nicht sicher. Ich will meinen Heal nie einsetzen. Ach, der müsste gleich eigentlich. Sammelpunkt das, festgelegt. Apex errichtet. Okay. Upgrade für erweiterten. Ja, gut, aber nicht so schlimm. Abgeschlossen. Haben wir jetzt einen Heal eingesetzt? Dieser Penner. Okay. Heilen. Der denkt jetzt, der wird jetzt denken, dass ich mein Helden, die heile. Das machen wir natürlich. Oh, ist mein Held geheilt? Tut mir aber leid. Nicht. Okay. So. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. So, und damit haben wir eigentlich auf der Seite. Okay. Erstmal keine Probleme. Wir müssen halt jetzt nur auf. Ja, der will mit seinen Helden ein bisschen nerven. So, dann wird dann Helden jetzt unsichtbar. Ja, war klar. Und da die keinen Sensorturm haben, kann der natürlich mit seinen Helden jetzt ein bisschen Stress machen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Und wir werden jetzt die mal. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Lokale Einheiten. Einfach um Grünen noch ein bisschen zu zeigen, dass wir auch da sind. Der baut einen Scarab. Ich glaube, der baut einen Scarab. Greifen die Feindbasis an. Oh oh. Heißt relativ schnell jetzt auf 3 gehen, dass ich meine Base wenigstens schnell noch unsichtbar bekomme. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Der Penner. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Also entweder hat jetzt den Scarab abgebrochen oder der hat was anderes gebaut. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ja, scheiße. Es war halt so klar. Ficken. Muss ich gucken, dass ich relativ schnell klar meine Base unsichtbar bekomme, das hat kein Problem. Luftfahrzeug Level 2 erforscht. Lokale Einheiten. Okay, hier passiert mir erstmal nichts. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Und bitte, 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 bitte. Anführerfähigkeit bereit. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Lokale Einheiten. Unsichtbar machen? Fuck. Helden holen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an.
Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Ein feindlicher Lokale Einheiten. Scheiße. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Plasma-Torpedo erforscht. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Okay, der haut ab, ey. More Upgrade Wein gehabt. Okay, der haut ab. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Das heißt, wir können und wir sollten jetzt auch mal mit Stress machen. Wo ist denn jetzt? Mein Gott. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ich diene nur Atriox. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Der Penner. Na ja, scheiße, jetzt hat er seine Besuchung nicht vorbekommen. Früh genug. Sammelpunkt festgelegt. Schade, egal, nicht so schlimm. Ich nee, hält. Meine nee, Treue. Alter. Aber ich verstehe nicht. Ah, okay, jetzt wollte ich gerade sagen, wieso Orang. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Lokale Einheiten. Upgrade abgeschlossen. Geschütz verbessert. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Unsere Basis wird angegriffen. Komm hier, schön, ne? Das Ding sollen die aufdecken, okay. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Er kann erstmal nichts machen. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir den. Mal gucken. Ne, wir kriegen den nicht. Naja, dann ist es so. Anführerfähigkeit bereit. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Aber wir können Lokale bitte. Alle Einheiten. Wieso baut aber. Edgy ist bereit. Alter, wo ist denn deine Base noch? Bau mal deine Base bitte aus. Erforscht. Okay, wir müssen. Ja, wir müssen definitiv das machen. Lokale Einheiten. Sammelpunkt festgelegt. Okay. Das ist natürlich schlau, was er gerade macht. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Lokale Einheiten. Och Mädels, baut doch eure Base aus. Ich verstehe das einfach nicht. Ist so das mit das Wichtigste überhaupt. Die Base ausbauen. Ich verstehe halt sowas nicht. Wie kann man sowas vergessen? Oder nie machen wollen. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Sammelpunkt festgelegt. Oh hi. Lokale Einheiten. Wir gehen natürlich jetzt auf Scarab um Luftabwehr, ne? Unsere Basis wird angegriffen. Hä? Alter. Geschütz verbessert. Lokale Einheiten. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Oh, das wird nix, das wird nix, das wird nix. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Das schaffe ich never ever. Unsere Basis wird angegriffen.
Lokale Einheiten. Oh, fuck, hier ist was los, ey. Scheiße. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Lokale Einheiten. Anführerpunkt erhalten. Unsere Basis wird angegriffen. Lokale Einheiten. Oh ne, den Held lasse ich jetzt da drin. Ach, das ist doch zum Türmelgen. Ich muss halt umbauen, aber ich kann es halt gerade nicht. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt auf Umbauen zu gehen. Geschütz fertiggestellt. Sammelpunkt festgelegt. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf Panzer gehen. Die Basis unserer Verbündeten. Was macht der eigentlich? Was macht Rot? Wir haben ihren Scarab vernichtet. Okay, oh, warte mal, wir brauchen hier, ja, genau. Okay, wir müssen jetzt auf Panzer gehen. Die Basis unserer Verbündeten. Da die jetzt nur auf Flugabwehr gehen, das bringt uns nichts. Ja, also bis wir die Panzer haben, müssen wir natürlich jetzt erstmal auf Dienst stehen. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. So. Ihr kümmert euch erstmal ums Heilen. Gegnerischer Held am Boden. Lokale Einheiten. Gießerei errichtet. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Aber eigentlich auch doof, wenn ich jetzt auf Dings gehe, ne? Wir haben Jerome im Team. Sammelpunkt festgelegt. Alle an Bord. Wir haben Harvester eigentlich jemanden, der speziell für Panzer ist. Das ist wirklich eigentlich gut, dass wir das auch nicht. Zerstört. Sammelpunkt festgelegt. Aber wir können vielleicht hier ein bisschen Druck machen, weil der hat nur eine Base. Verstärkungslevel 2 erforscht. Können wir nicht. Sammelpunkt festgelegt. Die gehen nämlich hier wieder. Oh Mann, ey. Unsere Basis wird angegriffen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Alter, können wir diesen Scheiß? Lokale Einheiten. Pisser hier sterben, danke. Lokale Einheiten. Jetzt sind hier alle gestorben. Wieso? Ja, aber klar. Jetzt kommt der Feind eines unserer Gebäude zerstört. Lokale Einheiten. Fahrzeuglevel 1 erforscht. Ja, die Reaper werden mir nicht so viel bringen. Lokale Einheiten. Unsere Basis wird angegriffen. Okay, warte mal, Reaper bringt mir allgemein nichts. Upgrade für erweiterten Harvester ab. Lokale Einheit. Der geht da nämlich gerade nicht so wirklich auf Flug. Lokale Einheiten. Komm auf die Weaver jetzt. Unsere Basis wird angegriffen. Lokale Einheiten. So, okay. Lokale Einheiten. Alter, machen die hier einen Stress. Anführerpunkt erhalten. Wir haben ihren Scarab vernichtet. Lokale Einheiten. Wir sollten hier hingehen. Wir sollten definitiv die Base hier machen, weil hier holt er seine Scarabs raus. Greifen die Feindbasis an. Da.
kommt nämlich schon der nächste Scarab. Fahrzeug Level 2 erforscht. Ja gut, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir das jetzt so ein bisschen gestaffelt machen. Sammelpunkt festgelegt. Minibasis dann werden wir mal fertiggestellt. Mithelfen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Anführerfähigkeit bereit. Lokale Einheiten. Ah, wir müssen jetzt irgendwie Stress machen, ne? Unsere Basis wird angegriffen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus gerade mit dem Stress. Lokale Einheiten. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Lokale Einheiten. So, wenn wir die Base haben, kann ich jetzt nicht mehr die Scarab spammen. Das ist wichtig, jawohl. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Das heißt, Scarab Spam ist jetzt erstmal Schluss. Der hat zwar noch ein Scarab, aber es kostet ihn natürlich viel zu viel mit Enerbase. Wenn wir den jetzt auch noch haben, eigentlich GG. Weil so schnell kann er jetzt keinen neuen Scarab bauen. Also er hat natürlich ein bisschen gespart. Ja gut, eigentlich schon. Doch, der hat ja eigentlich fast nur Scarabs gebaut, ne? So, hier und da ein paar Pioniere, also ich glaube, dann müssen Upgrade abgeschlossen. Wir haben ihren Scarab vernichtet. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Anführerfähigkeit bereit. Fahrzeug Level 3 erforscht. Nein, das wollte ich nicht. Ja, so viel zum Thema, ich wollte eigentlich auf Panzer wechseln. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Lokale Einheiten. Ich bin halt bis jetzt noch nicht mit dem Panzer. Aber was wir machen können mit unseren Helden, wir können mal hier einnehmen. Hier Ressourcen abzapfen. Anführerfähigkeit bereit. Lokale Einheiten. Flammenmörser erforscht. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Was ich immer nicht verstehe, Orange kann, Rot lokale hätte sich Einheit. Da oben easy peasy die Dings holen können, ne? Die Base. Lokale Einheit. Den hellblauen komplett zubauen können. Hat er halt nie gemacht, lokale ne? Einheiten. Damit ist der nächste rausgegangen. Sehr schön. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Sammelpunkt festgelegt. Gut, dann ist es ja nur noch hellblau. Erhalten. Ja gut, jetzt können wir mal die Fähigkeit holen, dass unsere Einheiten für einen kurzen Moment unsterblich sind. Ich hole mir die nicht so gerne, weil die ist schon ziemlich teuer, ne? Da finde ich dann doch Auslöschung doch ein bisschen besser. Na, guck mal, dann ist das schon mal unser Ding. Nehmen wir das Ding noch ein, auch wenn wir es mal brauchen werden. Gegnerischer Held am Boden. Problem war auch bei Hellblau, muss man ja wirklich sagen. Hellblau, der hatte keine Möglichkeit, sich einen Zweitbase zu holen. Das hat Rot da oben ganz gut gemacht, auch wenn ich ein bisschen scheiße fand, dass er nicht einfach die Base hier zugebaut hat. Er hätte einfach die Base zugebaut. Easy. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ah gut, das wollte der dann nicht. So. Okay, können wir verbessern. Das brauchen wir zwar eh nicht mehr, aber ich mach's trotzdem nochmal. Ja, schön. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns definitiv dadurch akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.